Willst du wissen, wie du denn deinen Grip am Hinterrad deines Motorrads verbessern kannst, ohne dabei in das Thema Fahrwerk wirklich einzugreifen, sondern vielleicht lediglich nur das Fahrwerk ein bisschen zu verstehen und was du dagegen machen kannst, damit das Fahrwerk vielleicht oder wenn denn das Fahrwerk überfordert ist? Du wirst es erfahren, bleib dran, spannendes Thema. Oftmals sind wir mit den Materialien, die wir haben, doch etwas beschränkt. Und auch selbst wenn wir nicht beschränkt sind und das teuerste Fahrwerk in unserem Motorrad drin haben, alles vom Feinsten, selbst dann sind wir in unserer Verantwortung, so manches eventuell besser zu machen, damit wir auch dem besten Fahrwerk durch unser Handeln, durch unsere Fahrtechnik, durch unser Fahrkönnen positiv entgegenkommen. Das Ganze ist ein bisschen komplexer. Ich muss dazu die Physik des Motorrads, die Geometrie ein bisschen verstehen und auch so das ein oder andere Video von mir schon voraussetzen, damit ich hier weiter aufgreifen kann. Um das dementsprechend genau zu analysieren, müssen wir hier drüben zu meinem Tisch gehen. Da habe ich eine kurze Skizze vorbereitet von der Schwinge und von einem Rahmen und von einem Federbein, wie das Motorrad so arbeitet und was wir dann im Nachhinein dazu verbessern können, um das Ganze, ich sag mal, noch so einen Ticken anzuheben, um unseren Fahrstil quasi nochmal richtig anzuheben auf ein höheres Level. Im Endeffekt geht es da hauptsächlich dabei grundsätzlich mal um die Feder. Die Feder ist eines der primitivsten Techniken, die wir in dem Motorrad eigentlich verbaut haben, denn die Feder will eigentlich grundsätzlich, was man vorweg einfach wissen muss, die Feder will immer in ihren Ursprung, in die Ausgangsposition, was in dem Fall das ist, zurück. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, welche Werte es von Federn gibt und wie die funktionieren. Man muss im Endeffekt nur so ein bisschen verstehen, warum die Feder immer in ihren Ausgangsposition zurück will. Sagen wir mal, ich setze jetzt da 200 Kilo drauf auf die Feder oder 150 Kilo drauf. Dann macht die einen gewissen Einfederweg, das kann man berechnen, soweit gehen wir aber gar nicht rein. Sondern es geht letztendlich darum, dass wir verstehen, was passiert mit der Feder, wenn wir mit unserem Motorrad aus einer Kurve heraus beschleunigen, da wo wir ja letztendlich unseren Maximalgrip brauchen. Und was macht die Feder, was macht der Reifen und was kann ich dazu machen, um dem Motorrad, um dem Reifen im Endeffekt zu helfen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass so ein Reifen grundsätzlich mit einem gewissen Gewicht oder mit einem gewissen Gewichtsdiagramm arbeitet, um maximal Grip aufzubauen. Das heißt, wenn der Reifen nur 5 Kilo Gewicht aufliegen hat, dann wird er keinen Grip aufbauen. Wenn er 500 Kilo Gewicht aufliegen hat, wird er zu viel. Das heißt, wir müssen uns irgendwo da mittendrin und das ist letztendlich eine Diagrammkurve. Damit der Reifen den Grip so gleichmäßig und so perfekt wie nur möglich konstanterweise halten kann, braucht er immer ein identisches Gewichtslevel, also ein identisches Gewicht, das auf dem Reifen lastet. Das heißt, wenn wir irgendwelche Gewichtsunterschiede, Schwankungen durch jetzt Bodenwellen, Unebenheiten im Asphalt etc. in den Reifen reinkriegen, dann ist das jedes Mal quasi eine Chance für den Reifen, dass er Haftung verliert, dass er Haftung abreißt, weil er im Endeffekt nicht mehr in der Lage ist, konstanten Grip zu bieten. Und dafür kommt letztendlich unser Fahrwerk ins Spiel. Und jede Kraft, die in diesen Reifen von der Bodenwelle, von der Beschleunigung, von G-Kräften, von Seitenkräften, von Seitenbeschleunigungskräften in den Reifen, in die Felge, in die Achse, in die Schwinge kommen, werden letztendlich irgendwo von dieser Feder, die das Motorrad trägt und auch dich als Fahrer trägt, aufgefangen. Und letztendlich wollen wir doch, dass unser Gewicht am Reifen immer das gleiche ist. Das werden wir aber nicht unbedingt schaffen, weil deswegen, sage ich jetzt mal, haben wir die Problematik, dass wir nie eine absolut gerade Strecke haben. Auch die beste Rennstrecke hat Unebenheiten und diese Unebenheiten gilt es für das Fahrwerk zu absorbieren. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch anhand dieser Feder. Diese Feder, wie ich erwähnt habe, hat den Ursprung, sie will immer oder hat die Eigenschaft, sie will immer in den Ursprung zurück. Der Dämpfer ist dazu da, die Geschwindigkeit des Ein- und Ausfedervorgangs quasi zu dämpfen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Kraft über den Reifen
in das Fahrwerk hineinkommt, dann komprimiert es die Feder zusammen. Da die Feder aber wieder in den Ausgangsursprung zurück will, presst quasi das Motorrad die Kraft, die ins Fahrwerk reinkommt, wieder dahin zurück, wo sie herkommt, oder auch nach oben. Und das heißt, das ist eigentlich das, was wir als Fahrer merken, wenn wir auf dem Motorrad sitzen, dass wir quasi eine Bewegung auf dem Motorrad merken. Und diese Bewegung schaukelt sich auch über einen gewissen Hebel auf. Und dieser Hebel ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen zeige ich euch jetzt auf dem Blatt Papier, was wir machen können, um diesen Hebel, um dieses Aufschaukeln, um diese Gewichtsveränderung, die letztendlich unser Fahrwerk nicht immer absorbieren kann, unser Dämpfer nicht immer in der Zugstufe anhand des Ausfedervorgangs stoppen kann, also nicht immer so langsam wie möglich. Oft, es kommt auch darauf an, zum Beispiel, desto stärker so eine Feder komprimiert ist, umso schneller will die Feder auseinander, umso schneller will sie die Energie wieder loswerden. Und nicht immer ist unser Dämpfer in der Lage, also unser Federbein, unser Gabel, in der Lage, diese schnelle Ausfederung langsam zu absorbieren, sodass das Fahrzeug quasi nicht auf der Feder im oberen Ausfederungsbereich rumhüpft. Und deswegen müssen wir was machen. Ab ins Papier. So, ich habe jetzt hier ein ganz simples, absolut simples Beispiel gezeichnet. Bitte keine Kommentare auf meine Zeichenkünste, da bin ich nicht so der Hammer. Ich habe auch hier von unserem Sohn so ein Motocross, da kann man das eigentlich wirklich relativ gut sehen. Wir haben hier unseren Reifen, wir haben die Schwinge und wenn man sich jetzt vorstellt, ich fahre da über gewisse Bodenwellen drüber, dann ist klar, dass diese Bewegung letztendlich in die Schwinge und in das Fahrzeug kommt. Ne? Also das beste Fahrwerk kann nicht alle Bodenwellen etc. dämpfen. Das ist nicht immer der Fall. So, und jetzt habe ich einen gewissen Umlenkpunkt, eine gewisse Anlenkung der Schwinge, des Federbeins und ich habe eine gewisse Hebelwirkung. Das heißt, jeder von uns kennt das Problem, wenn du zum Beispiel im Sozius unterwegs bist, dann weißt du, dass das Motorrad sehr viel Willi-Neigung hat und dass das Motorrad tendiert, hinten natürlich viel mehr einzufedern. Das ist natürlich unter anderem einmal vom Gewicht abhängig und davon abhängig, dass das Gewicht weiter hinten ist. Das heißt, desto weiter hinten das Gewicht am Motorrad sitzt, umso einen stärkeren Hebel habe ich von der Sitzbank über den Rahmen, also Heckrahmen, Rahmen, Schwingendrehpunkt, Federbein und Reifen. So, und im Endeffekt ist es so, desto länger dieser Heckrahmen ist und umso weiter ich hinten sitze, umso mehr Hebelwirkung habe ich. Es ist nichts anderes, wenn du eine Schraube, die sehr stark fest ist, mit einer langen Verlängerung aufmachen musst oder mit einem Rohr auf der Ratsche, damit die überhaupt aufgeht. Und das ist nichts anderes. Und desto weiter ich natürlich mein Gewicht hinten auf dem Sattel fabriziert habe, umso mehr Gewicht muss das Fahrwerk zusätzlich zu den Bodenwellen, die ins Motorrad hineinkommen, dämpfen und absorbieren. Was kann ich jetzt im Endeffekt dagegen tun? Offensichtlich kann ich mein Gewicht, also mein fahrerisches Gewicht, nicht ändern, weil ich bin halt mal so schwer, wie ich schwer bin und das werde ich nie im Leben ändern können. Aber ich kann die Positionierung und den Hebel beeinflussen. Und zum einen natürlich, ich könnte weiter nach vorne gehen, das heißt, ich gehe mehr ins Fahrzeuginnere, womit ich quasi einen anderen Hebel im Motorrad habe, aber im Endeffekt geht es noch viel leichter. Und zwar ist uns bestimmt oder ist schon jedem aufgefallen, dass viele Profis, MotoGP, Moto3, Moto2, Superbike WM, dass diese Fahrer beim Beschleunigen alle den Arsch in der Luft haben. Das heißt, sie sitzen nicht. Sie sitzen nicht und sie berühren nicht einmal die Sitzfläche. Was machen die? Die stehen in einer sogenannten Abfahrtshocke, die sitzen quasi oder die mehr oder weniger wirklich reine Hocke, die machen quasi eine Kniebeuge während dem Fahren. Das Ganze hat absolut zwei signifikante Vorteile, sehr wichtige zwei Vorteile. Das ist zum einen die benannte Hebelwirkung, das heißt, ich habe mein Gewicht mehr in dem Bereich der Fußraste und nicht hinten auf der Sitzbank. Und jetzt kommt noch ein sehr, sehr großer Faktor dazu. Ich habe eine zusätzliche Feder. Ich habe mehrere Federn im Fahrzeug. Ich habe den Reifen, der hat eine gewisse Eigenfederung, Eigendämpfung. Ich habe das Federbein, das federt und dämpft. Ich habe auch den Rahmen, der auch noch einen zusätzlichen Flex und natürlich eine zusätzliche Dämpfung absorbiert. Und wenn ich jetzt nicht
auf dem Sattel sitze, sondern auf der Fußraste stehe, in einer gewissen Abfahrtshocke, habe ich den Vorteil, dass ich noch eine weitere Feder habe und das ist mein Knie. Und dieses Knie kann diese Bewegungen, die quasi über die Straße, über den Reifen ins Fahrwerk kommen, mit ausgleichen. Was somit heißt, mein Motorrad, mein Fahrwerk muss weniger absorbieren, muss weniger dämpfen, weil ich dem Motorrad quasi helfe, indem dass ich nur eine Kleinigkeit mache, wie das in dem Moment, wenn ich nur eine Kleinigkeit mache, und zwar mein Arsch, mein Körper hochhebe von der Sitzbank, mein Gewicht auf die Fußrasten habe, dann habe ich die Möglichkeit, dem Fahrwerk und dem Motorrad und vor allem den Reifen zu helfen. Weil wie ich schon gesagt habe, Reifen hat ein gewisses Gewicht. Ich sag mal hier, das ist angenommen, das ist Grip. So nach oben, Maximalgrip. Und das ist Gewicht. In diese Richtung. Und desto mehr Gewicht ich aufliegen habe, umso mehr Grip kriege ich. Und irgendwann habe ich aber das Maximale an Grip und auf mögliche Grip und auf mögliches Gewicht erreicht. Das heißt, alles, was noch mehr Gewicht werden würde, fängt der Reifen schon wieder an, Grip abzubauen. Und letztendlich muss ich mich dann in diesem Fenster, ich mache noch ein bisschen was hin, das ausschaut wie ein Fenster. In diesem Fenster muss ich mich hier bewegen, damit ich meinem Reifen maximal Grip zur Verfügung stelle. Und natürlich, weil ich eben gewisse Dinge nicht beeinflussen kann. Ich kann die Straße, ich kann die Strecke, ich kann die Unebenheiten nicht beeinflussen und ich kann auch mein eigenes Gewicht nicht beeinflussen. Das habe ich halt so. Ich kann vielleicht 2-3 Kilo abnehmen, aber wenn ich 80 Kilo habe, dann habe ich 80 Kilo. Ist halt so. Und dann kann ich nur noch den Hebel beeinflussen. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, wie ich dem Ganzen entgegenwirken kann. So, jetzt gehen wir schnell rüber zum Motorrad und dann zeige ich euch, wie ich das mache. So, muss die Kava wieder dran glauben. Oh, die steht hier im schönen Warmen. Es ist nicht mein Wohnzimmer. Ein paar haben gefragt, ob es mein Wohnzimmer ist. Nein, das ist mein Stuhl. So, jetzt muss ich hier das Aufnahmegerät kurz mal eben hier rüberlegen, sonst schalte ich womöglich noch aus. Und das wäre ärgerlich. Muss ich alles nochmal von vorne machen. Also, wie schon erwähnt, Sitzen ist so ein Thema. Also sitzen tue ich grundsätzlich, ja, wenn eine Gerade ganz lange ist und wenn ich schon höhere Geschwindigkeit dann habe, dann sitze ich. Aber letztendlich, wenn ich aus der Kurve raus beschleunige, habe ich eigentlich immer so den Arsch ein bisschen in der Höhe. Und ich versuche im Endeffekt, genau was ich vorher gesagt habe, die Bewegungen, die von unten ins Motorrad kommen, hier mit meinen Knien auszugleichen. Und das heißt, ich gleiche hier, bam, bam, bam. Und das kann schon sein, dass ich hier, ja, die Handfläche auf jeden Fall reinkriege und dadurch einfach das Motorrad einen Ticken ruhiger macht, einen Ticken mehr Grip ins Motorrad kriegt. Das Ganze hat nur einen Nachteil und es geht verdammt nochmal in die Oberschenkel. Und was ihr dagegen tun könnt, ist Fahrrad fahren, Kniebeugen machen, laufen etc. Alles, was die Oberschenkel beansprucht, hilft, um das besser ausüben zu können. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das auf die Kette kriegt, dann seid ihr um einiges schneller und es fühlt sich um einiges entspannter an. So, ich hoffe, das war so einigermaßen interessant und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß, um das zu üben. Ihr könnt jetzt die Wintermonate schon mal nutzen und Kniebeugen machen und vielleicht ein bisschen den Berg rauflaufen oder joggen oder was auch immer. Oberschenkel trainieren, das ist das A und O und ihr werdet sehen, dass diese Technik damit viel, viel leichter funktioniert. Wer es nicht glaubt, soll es auch geben. Probier es einfach aus. Wenn du einen Ausgang, sagen wir mal Beispiel Pannonia-Ring, Eingang, Startziel, die jetzt hoffentlich besser wird, weil sie neu geteert wird. Aber da waren Wellen drin, da ist das Motorrad bam, bam, bam. Also da konntest du nicht mehr sitzen, weil in dem Moment, wo du gesessen bist, hast du so viel Unruhe ins Motorrad reinkriegt, dass du eigentlich fast gezwungen warst, aufzustehen und wie auf einer Motocross zu fahren. Probier es einfach aus, falls du dir nicht sicher bist, probier es aus und du wirst sehen, das ist ein definitiver Unterschied. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, du einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mich noch nicht kennst, darfst du den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Also, falls wir uns nicht mehr sehen vor Weihnachten, aber ich glaube, naja, heute ist Sonntag, ich glaube, wir sehen uns noch vor Weihnachten. Dann noch keine frohe Weihnachten, wir sehen uns nochmal. Bis dahin, ciao.